ZDF. Beatrice, dir geht sowas ja auch nahe und du setzt dich ja auch aktiv für Menschen mit psychischen Problemen ein. Schwerpunkt Mobbing im Netz und Bodyshaming, also das Schämen für den eigenen Körper. Wie machst du jungen Mädchen klar, dass es vollkommen okay ist, dass sie so sind, wie sie sind? Das ist tatsächlich ein Riesenprozess. Ich bin noch in einer Generation aufgewachsen, wo ich das nur durch kleinere Medien erfahren habe, wie das ist, wenn Leute ja, auf deinen Körper dich reduzieren, auf deinen Körper Kommentare ablassen, die wirklich herablassend sind. Und tatsächlich ist es leider mittlerweile so, dass es ja nicht nur öffentliche Personen betrifft, weil wir lernen damit umzugehen, das gehört zu unserem Beruf. Aber Tust du das wirklich? Kommst du damit klar, wenn du beleidigt wirst im Netz? Ja, ich komme sehr gut damit klar, wenn es um meine Körperlichkeit geht, um mein Aussehen. Oder ich kriege mindestens hunderte Nachrichten, das Kleid heute war nicht vorteilhaft für dich, wo ich so denke, es gibt kein Vorteilhaft. Es gibt nur eins, sich wohlfühlen, rausgehen, sich zeigen, wie man ist und fertig. Und ich versuche einfach durch meine Öffentlichkeit, die ich habe, das immer wieder zu leben, immer wieder klar zu machen. Jeder ist einzigartig und wunderschön, so wie er ist. Und Social Media kennt nur Filter, zeigt immer nur einen kleinen Ausschnitt der Realität, wenn überhaupt die Realität. Und da immer mehr dran zu arbeiten, dass das einfach, das ist ein Teil. Hey, benutzt mal einen Filter, hab Spaß damit, aber es ist nicht die Realität. Mhm. Und das, glaube ich, immer wieder klar zu machen, damit lernen umzugehen. Weil wegzudenken kann man es nicht. Wir müssen lernen, alle damit umzugehen, lernen damit dessen klar zu sein. Und wir können ja froh sein, dass große Kleidungsfirmen inzwischen ja Kampagnen fahren, wo sie eben nicht nur die XS-Models zeigen, sondern Menschen, die in allen möglichen Hautfarben und Figuren auftreten. Die Vielfalt macht es doch aus. Die Vielfalt, das sind wir Menschen. Wir sind so vielseitig und das ist doch das Schönste, was es gibt, dass wir alle eben einzigartig sind. Und deswegen gibt es halt bei mir den Song auf dem Album, ganz egal, was alle sagen. Ganz egal, wer dich gerade ist, du bist wunderschön, so wie du bist. Und steh zu dir. Und ich hoffe so sehr, dass das einfach immer mehr kommt. Ich habe wirklich aber das Gefühl, da passiert auch was. Ja, also das gegenseitig unterstützen, das gegenseitig supporten ist voll da. Jetzt hören wir mal rein in dieses neue Album, das nämlich auch sehr vielfältig ist. Das Beatrice Egli im Volle Kanne Porträt. Du bist alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst, so heißen das neue Album und die dazu passende Single von Beatrice Egli. Ein Song, der allen Menschen Mut zu sich selbst machen soll, gerade in Pandemiezeiten. Der ganz klar jeden bestärken soll in seinem Dasein. Wie er ist, ist er wundervoll und auch alles, was er braucht, steckt tief in einem drin. Was für Kräfte in ihr stecken, hat Beatrice Egli gerade erst bewiesen. Hart hat sie für ihr Ziel gekämpft, den Aufstieg auf das Matterhorn. Ich bin generell sehr neugierig auf das Leben und ich bin ständig am Gucken, was kann man noch machen, was macht das Leben noch spannender. Der anstrengende Aufstieg, eine echte Grenzerfahrung. Klettern war komplett neu für mich. Da kam ich tatsächlich an Momente, wo ich einfach meine Ängste überwinden musste. Ein Kraftakt, der ihr eine neue Sicht auf das Leben geschenkt hat und viel Energie, um nach der langen Zeit ohne Konzerte wieder durchzustarten. Mir hat es definitiv auch wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen gegeben, weil als die Bühne wegfiel, ist es schon so, dass mir der Boden ein bisschen unter den Füßen weggezogen wurde. Der Bühnenboden, der mir mein Zuhause schenkt, meine Leidenschaft ausleben lässt. Und das seit fast 10 Jahren. Denn Beatrice ist der lebende Beweis, dass man auch als Castingshow-Gewinnerin ein echter Star werden kann. Seit dem Gewinn der 10. Staffel DSDS 2013 lebt sie ihren Schlagertraum. Platten, ausverkaufte Tourneen, es läuft bei ihr. Neben der Musik ist sie auch als Moderatorin fürs ZDF unterwegs und besucht europäische Metropolen. Meine lieben volle Kanne Zuschauer und ein herzliches Hey aus Stockholm. Benvenuti, ciao a tutti und herzlich willkommen zu einem molto bello Frühlingstag hier in Venedig. Vielen Dank an die Alpengruppe Jöri und Ihnen ein herzliches Grüezi miteinander und willkommen zu einem Frühlingstag in der Schweiz.
Apropos Schweiz, so haben Sie Beatrice Egli wahrscheinlich auch noch nie gehört. Auf Schweizerdeutsch. Während der Pandemie wird es ihr zu bunt und Beatrice geht wieder ins Studio. Alles, was du brauchst, heißt das aktuelle Album der quirligen Schweizerin. Beatrice singt wieder auf Hochdeutsch, aber diesmal können wir auch anders. Liebe Beatrice, es ist schön, dass du zum Zmörgeln wieder volle Kanne bist. Merci vielmals für deine positive Energie. Wir wünschen dir alles Gute. Herzlich, merci vielmals. Ein Schweizerdeutsch-Finale von uns für dich. Wir haben nämlich eine Kollegin, bei uns arbeiten ja sehr viele Nationalitäten hier im Team, und wir haben eine Schweizer Kollegin, die Sina Tschudin. Die hat sich so gefreut, mal wieder was in ihrem Heimatdialekt zu vertonen. Merci vielmals. Extra für dich. Von uns kriegt das nämlich keiner so gut hin, natürlich. Zu welchen Gelegenheiten packst du das Schweizerdeutsche aus, wenn du in Deutschland unterwegs bist? Kommt das überhaupt vor? Es kommt vor, wenn ich sehr müde bin, dann kommt es so ziemlich durch. Und natürlich kommt es dann vor, wenn ich unter Freunden bin, dann kommt es schon mehr durch. Und fluchst du mal auf Schweizerdeutsch, sodass keiner versteht? Ja, also bei meiner Matterhorn-Besteigung gab es schon Momente, da habe ich auch geflucht. Und dann meinte meine Bergführerin zu mir, ja, solange du fluchen kannst, kannst du noch. Ne? Ja. Wie klingt das denn, wenn du fluchst auf Schweizerdeutsch? Das kann ich nicht sagen. Hey, das versteht ja bei uns keiner. Nein, so ein Seich, sage ich natürlich. So ein Seich, ganz harmlos. Wir haben eben beeindruckende Bilder von dieser Matterhorn-Besteigung gesehen. Ich blende jetzt auch noch mal ein Foto ein. Das sah auf den Bildern recht entspannt aus. Das war es aber überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also das war der Moment oben auf dem Gipfel. Da war ich tatsächlich entspannt im Sinne von erleichtert und einfach glückselig, dass ich es geschafft habe. Ich bin wirklich weinend in die Arme von Susan, meiner Bergführerin, gefallen. Vor Freude, vor Erleichterung. Und ich dachte wirklich, wow, ich habe es geschafft. Unter mir das Nebelmeer. Die Erschöpfung war in meinen Muskeln und Knochen zu spüren. Und die Luft war einfach so dünn. Gegen Ende ist jeder Schritt, spürst du. Und da holst du wirklich noch die letzte Power aus dir raus. Und dann kommt aber noch der Abstieg. Und der Abstieg, der hat es mir dann richtig gegeben. Oben war ich super glücklich und dachte, wow. Und das ist übrigens ein Bild von, gerade als die Sonne aufging, wie ein Sonnenaufgang auf dem Matterhorn. Und das, wirklich, das war alles wunderschön und auch Momente, die unvergesslich schön waren. Und beim Abstieg, da war der größte Kampf, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich, aber wer schon mal ein bisschen runtergelaufen ist, weiß, oh, das geht so in die Beine und so. Im Kopf auch, diese ständige Konzentration, weil jeder Schritt ist hochkonzentriert, weil es geht immer um den einen Schritt, weil wenn der nicht sitzt, dann ist es vielleicht vorbei. Und das ist es halt wirklich, diese Konzentration ständig zu halten, das war wirklich meine größte Challenge. Und hat mir so viel auf meinem Weg mitgegeben, weil es einfach, ich habe das erste Mal in meinem Leben richtig gespürt, was es heißt, der Weg ist das Ziel und Schritt für Schritt. Weil nur das zählt am Berg. Und das hat mir so viel gegeben fürs Leben. Du warst ja nach einer Florian-Silbereisen-Show im Sauerstoffzelt. Ja. Lag das an Florian Silbereisen oder war das die Vorbereitung für den Matterhorn-Aufstieg? Es war tatsächlich, wir hatten eine Sendung noch zusammen gemacht und ich wusste, vielleicht geht es in 3 Tagen aufs Matterhorn. Und ich hatte keine Zeit, mich zu akklimatisieren. Vielleicht, weil du nie weißt, ob das Wetter passt, ne? Genau. Und dann war das wirklich so, dass ich im Sauerstoffzelt geschlafen habe, um diese Akklimatisierung zu bekommen. Weil du hast ein anderes Blut und du brauchst es wirklich, weil das ist 50% der Vorbereitung ist wirklich die Akklimatisierung. Und ich war die Wochen zuvor, immer eine Woche vorher schon in Zermatt, hatte Höhentraining und alles. Und es hat 2-mal nicht geklappt. Und der 3. Slot, der war überhaupt nicht geplant. Und durch das war diese Zeit nicht da. Und so habe ich in diesem Sauerstoffzelt geschlafen. Was tatsächlich gut war, weil ich war auf der Hörnlehütte auf 3-2, habe nichts gemerkt, war alles gut.
das hat schon geholfen. Aber es ist wirklich, man denkt es kaum, aber es ist halt einfach, die Luft ist so dünn da oben. Also, wenn man sich überlegt, dass der Mount Everest fast doppelt so hoch ist, unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also mir hat, das bleibt erstmal mein höchstes Ziel, ja, was ich hatte. 4.478 bleibt mal mein Top momentan. Glückwunsch zu dieser unglaublichen Leistung. Jetzt haben wir uns was zu essen verdient. Also zumindest dürfen wir zugucken. Mario Kotaska macht heute Bratwurst. Ab dafür. Oh.